Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 3. Ja, wir haben hier, in der letzten Folge haben wir aufgehört hier, wo wir ein Stückchen von unserem Gehirn gefunden haben. Das wollen wir doch gleich mal wieder mitnehmen. Aus irgendeinem Grund beschleicht sie beim Anblick dieses vertrauten grauen Klumpens das schreckliche Gefühl, etwas sehr Wertvolles verloren zu haben. Die Finger davon entnehmen sie ihn an sich. Wir nehmen ihn an uns, klar. Klumpen aus Gehirnmasse. Jetzt bin ich natürlich wieder überladen, aber vielleicht finde ich hier irgendjemanden, der es fertig bringt, mir das Stückchen, Hirnsubstanz wieder in den Kopf zu schrauben. Hier ist ja alles möglich. Die haben eine bessere Medizin als wir aktuell. Und selbst zu unserer Zeit ist es ja üblich, dass man am Gehirn rumschnippelt. Natürlich nicht wie unser Loba mit irgendeinem rostigen Messer und sonstigem, ne? Hey, Nadine, kannst du uns noch mehr erzählen? Nadine? Gefällt es dir schon? Ich muss weg. Ja, genug gequasselt. Nichts wie los. Oh, gut. Sie ist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Macht nichts. Wir sorgen erstmal dafür, dass wir schneller vorankommen. Gut, ich kann keine... Wie heißen sie? Waffen zusammenknöppeln, muss also anderweitig Gewicht verlieren und das machen wir dann mit der wilden Bunkerfrucht. So. Heilung vollstatten, vollzogen. Bräuchte jetzt irgendjemanden, der mir... Ah, okay. Die Mens haben gerade aufgehört zu wirken. Ich habe mich schon gewundert, was ist jetzt los. Ich werde hier erstmal gucken, ob ich nochmal einen Händler finde. Ich bin es, Professor Kalvert. Sie brauchen gar nicht so bestürzt, um sich zu sehen. Ich stecke in Ihrem Kopf. Ah, wahrscheinlich ist... Aber sind Sie nicht Desmond Stroys Schoßhündchen? Sie sind wohl gekommen, um mir in meine Arbeit zu pfuschen. Nun, ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn Sie dieses garstige kleine Gerät zerstören würden, anstatt bei seinem Spielchen mitzumachen? Legen Sie es einfach in die Müllpresse nebenan und es wird uns nie mehr belästigen. Ich garantiere Ihnen, dass Professor Kalmerts Dankbarkeit weit mehr wert ist als die eines abgehalfterten alten Ghouls. Ja, das mag alles sein, aber irgendwie, ich glaube, diese Lücke, wo das Stückchen Hirn hinterlassen hat, da sitzt eine Maschine, dieser Kommunikator, dieser Empfänger quasi drin. Und dieser Empfänger sorgt dafür, dass wir natürlich... Kenne ich irgendwann mal einen Händler? Nein? Teddy Bear, ich will hier aber nichts stehlen. Ja, die Lücke, die das Hirnstückchen hinterlassen hat, da ist jetzt ein Empfänger drin. Und jetzt können wir den Professor sowieso, Kalvert, hören. Kalvert. Und, ja. Da ich nicht gerne irgendwelche Stimmen im Kopf habe, ich meine, ich persönlich habe schon genug davon. Das brauche ich jetzt nicht noch im Spiel nachzuvollziehen. Da bin also dagegen, dass wir weiter diese Stimme im Kopf haben. Und wenn die Quelle... die diese Stimme aussendet. Hallo, Hund! Bissiger Hund, ja. Da ich ganz gerne keine Stimmen mehr im Kopf habt, oder beziehungsweise zumindest dem Charakter hier das wünsche, wenn wir den Kalvert vernichten, nach Möglichkeit. Wie konnte ich auch nur auf die Idee kommen, dass hier irgendjemand drin ist, der mir was abkauft? Gab hier irgendwann mal einen Laden? Ach verdammt, wenn ich das noch mal wüsste, wo? Da waren die Hotels. Da ist wohl eher kein Laden drin. Na egal, auf zum Riesenrad. Davon ist noch was. Ach, eine Blähfliege. Komm, trau dich.
So. Auf diese Weise kriegt man ganz schnell Munition los. War es noch was? Jungs, ich hatte nicht vor, mit euch zu kämpfen. Hört auf damit. Blöde Ratten. So, was steuere ich als nächstes an? Da ich ja keinen Händler finde, werde ich einfach mal das Riesenrad ansteuern, nach Möglichkeit. Und nicht die Müllpresse. Genau so, wie ich es mir vorstelle. Ich helfe dem verrückten Pool und verhindere, dass ich selber weiterhin verrückt werde. Ist irgendwas dürfte schief. Da hinten ist das Riesenrad. So, jetzt wenn ich genau drauf zusteuere. Ah. Irgendwas geht da schief. Wie komme ich denn zum Riesenrad? Habe ich eine Leiter übersehen? Eingang? Okay. Vielleicht ist hier ja doch ein Eingang. Ich habe nur übersehen. Wohl eher nicht. Hier komme ich nicht rein. Schwierig. Auch alles zu. Da fliegt irgendwas durch die Gegend. Das ist aber schon das letzte Mal mir zumindest indirekt aufgefallen. Ah, das Geheimnis hat sich gelüftet. Ja, den anderen Kram lasse ich mal drin, ich bin eh überladen. Hätte ich nur den Händler gefunden, dann könnte ich mir das ganze Zeug vom Leib schaffen. Aber dem ist leider nicht so, also muss ich erstmal so ein bisschen durch die Gegend kämpfen. So, hier, wir füllen die Gondel. Sie Narren, was haben Sie getan? Das werden Sie doch bereuen. Bereuen! Oh, läuft schon. Das heißt, ich glaube, jetzt kommen gleich irgendwelche Angriffe. Verstanden? Das werden Sie mir wissen. Sie und dieser Ghoul werden Sie bezahlen. Wow. Komisch, hab den Rechner erstmal neu gestartet und trotzdem habe ich hier diese Ruckelpartie. Finde ich ein bisschen traurig. Geh weg, Unhold. Nimm den Knüppel weg, das ist eine Axt. Lass mich in Ruhe. Aber das wollte ich gar nicht, jetzt habe ich am Mausrad gedreht. Weißt du was? Fair ist fair. Oh. Zu viel Bewegung, das mag mein Rechner, glaube ich, gerade gar nicht. Nee. Nehmen wir die Bewegung raus, heilen uns ein wenig. Versuchen das Ganze nochmal. Ich treffe den gar nicht. Wow, okay. Da habe ich wohl ordentlich was eingesteckt von seinen Schlägen her.
So, viel besser. Ha? So, für dich habe ich was, kleine Maus. Na, da, den Kopf. Einmal wegschießen, bitte. So funktioniert das. Da können wir das gleiche probieren, aber nicht nur mit einem Schuss. So, das wäre erledigt. Gott sei Dank, es funktioniert doch noch. Und sind die Gegner erstmal weg und schon hat man wieder Ruhe auf dem ganzen Kampffeld. Munition, sehr gut. Jagdflinte, ich weiß nicht, ob die. Eigentlich brauche ich die nicht. Waffen, Jagdflinte. Ich glaube, die Kampfflinte schmeiße ich auch mal ins Korn. Na, noch nicht. Ich verkaufe die vielleicht lieber. Was gibt's denn da noch von denen? Ah, da wäre die Müllpresse übrigens gewesen. Ich krieg noch nicht mal mit, von wo ich beschossen werde. Das ist ja blöd. Ach, da oben. Wie kommst du denn da hoch? Zeig dich, zeig dich. Sehr gut, das wäre erledigt. Puh. Uff. Uff, sag ich denn nur. Ja, ich glaube, jetzt kann ich wieder zurück zum Professor gehen. Nee, zum Ghoul gehen. Der wird ein Quietsch vergnügt feststellen, dass er weiß, wo ich hin muss. Ich wusste ja, dass ich für dich. Hallo? Ha! Hier steht ja auch überall rum. Oh, hat den Glück gerade so. Weg mit dir. Weg, hör auf. Uff. Wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Brauchen wir Stimpaks. So, das reicht. Ich habe genug von dir. So, auf. Das Schlimme ist, die sind auch kaum langsamer als sonst. Selbst wenn ich sie vergiftet habe. Irgendwas stört mich gerade dran. So, du stirbst. Wenn ich freiwillig bin, dann bist du wenigstens gezwungen. Na? Au. Ja, schön. Löcher in die Wand geschossen. Ja, super. Endlich. Just in dem Moment, wo ich schießen will, gehe ich die Stufe hoch. Und habe ich natürlich verfehlt. Das Gewehr ist auch durch. Besser. Und noch schnell ein bisschen Stimpack einwerfen. Ich bin schon unter 200 mit Stims. Ja, nicht so gut. So tendenziell.
treffe ja so schlecht. Bleib stehen. Mit der Waffe komme ich auch nicht weit. Das ist vielleicht tödlich auf nahe Distanz, aber er läuft ja immer weg. Und selbst bei nahe Distanz treffe ich ihn nicht. So, jetzt habe ich dich. Na, was? Was? Verdammt, wieso können die so viele Lebenspunkte abziehen? Das würde ich auch können. Endlich. Die Munition nehme ich mit. Das lohnt sich immer wieder. Ich glaube, das... am Mülleimer hängen geblieben. So. Ja, da ist noch einer, zwei. Ha! Diese Tropfe. Unreines Pack. Da noch einer. Ah, auch wieder auf dem Dach. Muss ich mich eigentlich mit jedem hier rumschlagen oder kann ich sie auch eigentlich einfach nur ignorieren? Ja, ich ignoriere sie. Wer mich nicht sieht, kann mich nicht erschießen. Also prima Idee, laufen wir weg. Na, welche Waffe hätte ich denn lieber? Ach, nehmen wir mal ein bisschen das Lasergewehr. Aber mit den anderen kamen wir nicht wirklich voran. So, das hätten wir auch gleich. Juhu! Ach, in den Osten laufen, direkt in den Sonnenaufgang. Sehr schön. Man sieht noch nicht so viel. Hallo, ist jemand zu Hause? Irgendwie nicht. Schickt mich quasi an dem Ganzen vorbei. Ach doch nicht. Doch. Was? Das ist nicht irgendwie unentschieden, oder? Der Ghoul hat sich in die Luft gejagt oder wurde in die Luft gejagt und der Gedankenkontrollierende. Den müssten wir wahrscheinlich noch aufsuchen. Haha. fast wie sie erwartet, ein Sicherheitsbunker. Na gut, auf in den Schutzraum. Dieser Mistkerl, er hat meine Welpen getötet und fast hätte er mich getötet. Weshalb? Da er keinen Körper hat, um es selbst zu tun, hat er versucht, mich hochzujagen. Mich! Damit wird heute Schluss sein. Desmond Lockhart wird siegen. Ich weiß, wo er steckt. Diesmal hat er sich verrechnet. Wir beide werden da reingehen und der Sache ein Ende setzen. Ich habe echt keine Lust mehr, für Sie die Marionette zu spielen, Desmond. Also, wo ist er?
bin froh, dass Sie noch am Leben sind. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, komm, ich bin froh, dass er noch am Leben ist und habe mir Sorgen gemacht. Du bist ja richtig weichherzig. Aber Calvert ist hier. Der Mistkerl hat unterm Leuchtturm ein Labor. Er war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ich kam darauf, als er sein Signal verstärkte, um den Störsender zu überwinden. Als er die Stammesbrüder ausschickte, meine armen Hündchen zu töten. Er verkriecht sich da unten hinter einem Haufen Roboter und Maschinen. Die feige Sau. Erbärmlich. Aber jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen. Mit Ihnen bin ich fertig. Dann los, bring es hinter uns. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich vorzubereiten. Jawohl. Ich rate dir dringend, dich zu beeilen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mistkerl irgendeinen Fluchtplan hat. Das ist super. Ich wollte mir aber erstmal deine Sachen hier ausleihen. Bin ich mit Desmond sprechen? Ich will an seine Cola. Warum in die Quantum? Ah, noch eine Cola. Fleischkonserven. Was macht der mit so viel Konserven? Die braucht er doch eh nicht. Bisschen Munition. Kann nicht schaden. Kampfausrüstung. Nee, lassen wir mal da. Raketen nehmen wir mit. Brennstoffzellen nehmen wir auch mit. Alles andere, was er uns irgendwie geben kann. So, und jetzt kann ich doch bestimmt noch was reparieren, oder? Aha, hier. Hat sich doch gleich gezeigt, ich kann noch ein bisschen was aufreparieren. Perfekt. Dann habe ich wieder Platz im Inventar. Das ist ja was mich am meisten freut. Ich glaube, ich nehme noch die Kampfausrüstung mit, nur mal zum Gucken. Ach, so toll ist sie nicht. Und schwer ist sie obendrein. Gut. Hat noch ein paar Pungas für uns. Das wäre auch noch schön. Nein, ich will die Kronkorken und nicht den leeren Schrank durchsuchen. Der hat wohl noch was vor mit den ganzen Kernspaltungsbatterien im Schlepptau. Hefe. Kamera. Schmutziges Wasser kann er behalten. Das ist mir wirklich zu blöd. Gummibonbons. Teufelschips, Teufelsarsch und so. Nein. Schrank. Ha! Haarklammern, das ist wichtig. Haarklammern sind echt toll. So, was können wir machen? Desmond, lass uns loslegen. Bist du bereit aufzubrechen, Prinzessin? Ich habe einen Rivalen aus der Welt zu schaffen. Ja, gehen wir. Ich bin noch nicht so weit. Da gibt es noch etwas, was ich Sie fragen wollte. Ja, worum geht es denn? Nichts. Ist okay. Heilung! Lass uns aufbrechen. Bereit? Wer weiß, was er da drinnen gerade vorbereitet. Ja, gehen wir. Endlich. Unser Spiel ist bald zu Ende. Moment mal, was genau ist das hier eigentlich für ein Spiel? Wenn Menschen große Macht erlangen, gibt es Konflikte. Das ist unvermeidlich. Sowohl Calvert als auch ich haben große Macht. Doch heute wird unsere Rivalität enden. Gehen wir jetzt. Ich glaube, ich werde sie so enden lassen, dass beide nichts mehr davon haben. Mit den beiden ist nämlich nicht zu schauen. Aber zuerst vernichten wir dieses Maschinenhirn und als nächstes ihn.
Ja, ich glaube, ich bleib erstmal bei der Pistole. Und gehe dann, wenn es gefährlicher wird, aufs Gewehr über. Der Leuchtturm. Wieso finde ich Leuchttürme eigentlich immer gruselig? Wahrscheinlich, weil so viele Horrorfilme irgendwie mit Leuchttürmen auch zu tun haben. Ha, das kann's sein. So ein natürlicher Gruselfaktor. Ey, du kannst nicht einfach den armen toten Zwerg da rumtreten. Was macht der denn? Ja, leider ist doch nichts drin. Schade. So, ich gehe im Schleichmodus rein, nicht so wie er. Okay. Das bedeutet, wäre ich hier reingegangen, bevor ich hier den Auftrag erfüllt hätte, soweit erfüllt hätte, hätte ich hier trotzdem nichts gesehen. Der Boden ist ein Geheimfach. Macht keine Musik, die Jukebox. Schade. Ich gehe aber erstmal nach oben. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch hier zurecht suchen. So, mal schauen. Oh, das ist weit. Das ist echt weit. Bin ja hier, um alles zu sehen. Irgendwie habe ich so diesen inneren Zwang. Diese Stimmen, sie befehlen es mir. Sieh es dir an. Sieh genau hin. Die Leute haben sich die Mühe gemacht, das Ganze zu programmieren und auszudenken, was du alles sehen kannst. Also sieh auch hin. Ja, gut. Point Lookout werden wir von hier oben erstmal nicht angucken. Selbst wenn da draußen was rumliegen würde, ist jetzt nicht so interessant. Ich habe gedacht, da oben könnte vielleicht noch eine Art Ebene sein, auf die man treten kann. Weil unser Freund ist natürlich schon am Meucheln und Morden, wahrscheinlich in diesem Kellerraum. Oder lässt sich gerade von irgendwelchen Maschinen erschießen, das gibt's natürlich auch. Ich finde aber auch diese liebevolle Details, wie die Waffe so gemacht wurde zum Beispiel, auch ganz toll. Man sieht jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite von der Waffe dieses kleine Blitzsymbol. dieses Warnschildchen. Finde ich echt super. Schleichfahrt. Wenn der Irre mal auf mich warten würde, ne? Aber nein, einfach nur losstürmen. Oh, schön. Das könnten wir eigentlich gerade mal ausnutzen. Wir haben doch, glaube ich, schon mal so eine Waffe mitgenommen. Nee, habe ich doch nicht. Gut, wir haben noch ein paar wilde Pungas. So, passt. Haarklammer auf jeden Fall. Stimpak Blutpack muss da bleiben. Kann ich mir vom Gewicht her nicht leisten. Warum? Lasergewehr. Bestens. Lasergewehr kann ich zum Lasergewehr reparieren benutzen. Sollte ich auch tun. Je besser ich ausgerüstet bin, umso besser ist es nachher. Ein Schloss. Das war einfach.
Super. Waschbecken eher uninteressant. Hui. Okay, hier ist alles ruhig. Ich glaube, ich gehe mal mit den Computern spielen, bevor ich ihm da vorne helfe mit der Tür. Und der ist defekt. Laserpistole. Munition, Munition. Granate, Mine, Granate. Ach, verdammt, ich nehme es mit. Ich bin natürlich wieder überladen. Wie soll es auch anders sein? Ich bin ständig überladen, weil ich den blöden Laden nicht gefunden hatte, bei dem ich das Zeug loswerden wollte. So, hacken wir uns mal schnell noch in den Computer ein. Mal sehen, was wir herausfinden können. Oh, da. Na, wie geht's weiter? Ich bin gerade ein bisschen betriebsblind. Ich finde die Sachen nicht. Ich glaube, das ja, noch zwei Worte habe ich. Wunderbar. Ja, 50-50 Chance und richtig gelegen. Wie soll's anders sein? Zielparameter umkonfigurieren. Geschütztürme aktivieren. Achtung, keine Zieldaten vorhanden. Was auch immer. Irgendwas schießt jetzt gleich durch die Gegend. Entschuldigung, war keine Absicht. Ja. Bude sind nicht besonders clever. Der hat den Schalter hier nicht gefunden. Na gut. Das war einfach. Pfeile, ich habe gerade Pfeile gefunden, das ist ja super. Den Rest kannst du behalten. Elektrische Ladeteile hier, die nehme ich mit. Kernspaltungsbatterie. Brennstoffzellen, sehr schön. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier werde ich wahrscheinlich gleich ordentlich zu ballern haben, wenn ich derartig viel Munition in die Hand gedrückt bekomme. So, Werkzeugkiste. Nö, brauche ich nicht. Munition nehme ich mit. Kiste mache ich auf. Und da vielleicht? Ja, passt. Nehme ich auch mit. Bleistift. Na, nimm die Bleistifte mit. Goodie, goodie. Ah, der Rest ist nicht zum Ballern, also brauche ich den erstmal nicht. Oh ja, hier Mikrofilmabteilung ist auch noch da. Dass sie da noch Mikrofilme benutzen. Elektronisches Postsystem. Angemeldet als Adam Tomko. Elektronisches Postsystem.
an Laura Stewart, Forschungsleiterin von Adam Tomko, Archivar. Dr. Stewart, ich belästige Sie ja nur ungern, aber es ist schon wieder passiert. Die Unterlagen 48, 51 und 55 sind verschwunden. Ich weiß, dass es Danielson und Peruto waren. Ich weiß es ganz genau. Diese beiden machen mir ständig Ärger. Und ganz gleich, wie viele Beschwerden ich beim Hauptbüro einreiche, werden sie nie bestraft. Nie. Sie und ich wissen beide, dass nur deshalb keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, weil der Onkel von Danielson mit der Tochter von Senator Calvert verheiratet ist. Können Sie das nicht unterbinden? Tun Sie doch irgendwas dagegen. Ich halte das nicht länger aus. Diese Patternwirtschaft hängt mir zum Halse heraus. Adam. Okay. Adam Tomko. Absender unbekannt. Hallo, Ratte. Was? Passt es dir etwa nicht, wenn Leute dir ein bisschen Spaß haben? Na, wir werden ja sehen, wie es dir gefallen wird, wenn du auf der Straße sitzt und dir eine neue Arbeit suchst. Du hast den Falschen ausgemault. Okay, das ist, die Sippschaft von Calvert. Die ist jetzt gerade dabei, sich hier zu rächen. Nicht schlecht. Oder war damals bereit, sich zu rächen. Ein schönes Schloss. Na? Ach komm schon. Ja, so geht's. Pistole kannst du behalten. Ich nehme die Kronkorken und das Vorkriegsgeld. Den Rest lassen wir drin. Kommen wir hier. Elektronisches Postsystem. Michelson. Ich weiß, dass diese Einrichtung dafür gebaut wurde, den enormen Druckverhältnissen standzuhalten, die unter dem Meeresboden herrschen. Aber seit kurzem hege ich Zweifel an der Stabilität der Grundkonstruktion. Meine Mitarbeiter haben mehrere Lecks bemerkt, deren Vorhandensein logisch nicht erklärt werden kann. Dies hat bei einigen von ihnen große Besorgnis ausgelöst, die ich offen gesagt teile. Rollman im Anlagenbüro versicherte mir, dass die Pumpen und Druckregler mit ihren internen Batterien die Einrichtung mehrere Jahrhunderte lang trocken und sauber halten werden. Aber wenn ich bedenke, wie oft solche Beteuerungen sich im Laufe der Geschichte bereits als Irrtum herausgestellt haben, können seine Worte mich nicht so recht beruhigen. Ich hoffe, dass Sie einen Inspektor mit geeigneten Befugnissen finden werden, der uns ein unabhängiges Gutachten über das Labor erstellen kann. Ein externes Gutachten würde uns alle enorm beruhigen. Danke, Dr. Stewart. Anmeldung als Dr. Stewart. An alle Assistenten der Stufe 7. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass sich einige von Ihnen in Ihrer Freizeit mit Testsubjekten unterhalten haben. Ich erinnere Sie daran, dass alle Versuche mit Teilnehmern an klinischen Testreihen soziale Kontakte zu pflegen, ein Verstoß gegen die Regel 47 dieser Einrichtung darstellen. Soziale Interaktionen stören die zerebrale Infusion und können verschiedene Probleme auslösen, sobald die Prozedur zum Abschluss kommt. Ich weise also noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie nicht mit den Teilnehmern sprechen dürfen und alle Selbstgespräche in Ihrer Nähe auf die Liste in Abschnitt 2.3 Ihrer Prozedurhandbücher beschränken müssen. Einige derartigen Blödsinn kann ich nicht länger dulden, Dr. Stewart. Und ein dritter Text. Notiz an alle Mitarbeiter. Ich erinnere alle daran, dass nur autorisierte Archivtechniker den Zugang zum
Mikrofilmbibliothek erlaubt ist. Mehrere Mikrofilmunterlagen sind verschwunden und ich bitte darum, sie unverzüglich in die Archive zurückzubringen. Bei der Rückgabe werden keine unangenehmen Fragen gestellt, sofern die Unterlagen innerhalb von 48 Stunden unversehrt zurückgebracht werden. Also ehrlich, Leute, sucht euch andere Möglichkeiten, um euch zu amüsieren. Wir haben hier unten Arbeit zu erledigen. Dr. Stewart, das war ja aufschlussreich. So, zumindest ein bisschen. So, weiter geht's. Der Alarm nervt, ganz ehrlich. Impact Redex, Blutpackern drinbleiben. Energiezellen. Nein, nicht runterfallen. Wie soll ich jetzt in die Energiezellen drankommen? Ach, verdammt. Ach, egal. Terminal. Labornotizensystem. Mit Hilfe der Daten, die wir von den Forschern bei General Atomics am Ende des Robothirn-Projekts bekommen haben, ist es uns gelungen, das Verfahren der Suspension und Isolation von Gehirnen, das die Robohirne funktionsfähig macht, komplett nachzuvollziehen. Wir haben auf diesem Gebiet sogar einige interessante Fortschritte gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass wir durch Manipulation der Zusammensetzung des biomedizinischen Gels eine Reihe von Wirkungen erzielen können, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Dr. Stewart hat offenbar recht. Unter den richtigen Umständen hält das Subjekt nicht nur seine volle geistige Kapazität bei, sondern kann in begrenztem Umfang auch Bilder und sogar Gedanken in andere Gehirne projizieren. Sofern in der biomedizinischen Suspension die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Einzelheiten dieses Aufbaus finden Sie in Abteilung B vom Forschungsarchiv 51. Dies hat weitreichende Folgen für Applikationen von deren Schlachtfeldtechnologie bis hin zur Verhörmethoden in den strafrechtlichen Verfolgungen. Man muss sich jedoch fragen, ob die jahrelange Isolation in einer Biogel-Suspension nicht letztendlich zu psychopathischen Anomalien führen wird. Dieser Punkt ist eine gründliche Untersuchung wert. Sobald die Ziele der derzeitigen Forschung voll ausgelotet wurden. Null. Obwohl sich unsere Forschung noch in der Frühphase befindet, hat uns Dr. Stewart mitgeteilt, dass Senator Calvert unverzüglich einen vollständigen Bericht über unsere Arbeit verlangt. Er will offenbar seinen Bruder, einen angesehenen Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Robotik, in unser Labor schicken und sich an unseren Untersuchungen zu beteiligen und uns bei dem Bericht zu helfen. Ich muss zugeben, dass ich unsere Arbeit nur ungern Leuten außerhalb des Labors zeige. Es ist noch zu früh dazu und alles ist noch sehr instabil. Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir sicher sagen können, dass die Technologie der kognitiven Übertragung zuverlässig arbeitet, geschweige denn, dass sie zur Implementierung bereit ist. Vielleicht kann Dr. Stewart die Ankunft von Professor Calvert noch ein paar Monate hinauszögern. Das würde uns wenigstens mehr Zeit verschaffen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Ja, also wir sehen schon, diese Gehirnspeicherforschungen wurden hier betrieben und waren noch in den Kinderschuhen. Aber der Professor Calvert hat sich bereit erklärt, hier als Opfer zu fungieren. Oder Testperson. Er wollte es ja anscheinend selbst. Und hat bekommen, was er wollte. Jetzt ist er unsterblich, mehr oder weniger. Bis die Batterien abgeschaltet werden. Und das wollen der Gude und ich ja tatsächlich machen. Einfach mal die Batterien abschalten. Die an Munition rumliegt. Ne, das, warum habe ich eigentlich noch nicht nachgeladen?
Der Wahnsinn. Das ist eine Falle. Das ist ja hoffentlich klar. Das Ding geht gar nicht kaputt. Ach, Mark 7. Ho, okay, Mark 7 ist ein bisschen besser als das, was ich sonst bekämpfe. Ich wusste doch, dass er das probieren würde. Ich auch. Ich hab's ja sowas von gewusst. So, Lasergewehr haben wir gefunden. Das legen wir dann auch gleich hier zum Reparieren hin. Wir haben eine 10%. Wir haben eine 10%ige Chance, das Schloss zu knacken. Nein! Es war so nah dran. So. Verdammtes Ding. So, die können also auf jeden Fall wieder raus. Ah. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal hier das Schloss knacken. Das war einfach. Dann werde ich hier den Computer knacken und mal schauen, was wir dabei rausfinden werden. Oh, das ist einfach. Da noch so ein... Da ist noch sowas. Ah. Perfekt. Ein Wort bleibt übrig, das nehmen wir. Ich werde Sperre überschreiben. Danke, wir wünschen einen schönen Tag. Ja, jetzt wird die Tür auch offen, also das ist nicht das Problem. Wieso traue ich dem da jetzt nicht? Kann mir irgendeiner erklären, warum ich das der Ding jetzt nicht traue? Schlüssel erforderlich, okay. Ja, dann nehmen wir den Kopf. Vernichtet. Hat uns kaum was getan. Sicherheitszeichen der Stufe Alpha. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Brennstoffzylinder. Sicherheitszeichen der Stufe Alpha. Da hätten wir uns vorbeischleichen können. Laserpistole. Nehmen wir auch mit. Können wir dann gleich unsere alte Laserpistole ein bisschen aufpolieren. Super. Und hier liegt noch mehr Munition rum und ein Stealth Boy. Super. Unglaublich. Oh oh. Das ist nicht gut. Das sollten wir vielleicht mal hier dem Ghoul sagen, dass wir gerade eine Vision haben. Bleib dran. Er kann nicht weit sein. Kann ich nicht sagen. Schade. Weiter geht's. Gibt's doch noch... Na, ich komme irgendwie nicht an die Sachen dran. Schade. Dabei liegt hier noch so viel Munition rum. Wow. So, schnell mal das Watz aktivieren. Wir wollen hier ja
zeitnah durchkommen. Eieiei. Knochensäge will ich nicht. Oh, hier wurde experimentiert. Mit Leuten. Hier wurden aufgeschnibbelt oder den Köpfe abgehackt. Bäh. Ich hätte Stufe Beta. Sehr gut. Ah, die soll mir aus dem Hirn. Da gibt es ja echt Schwierigkeiten mit dem Orientieren. Buff out. Bradaway. Stimpak. Stimpak. Und aufbereitetes Wasser. Alles jetzt nicht so dringlich. Medizin. Sehr schön. Ein Bett zum Schlummern hätten wir hier auch. Aber noch ist nicht an Schlummern zu denken. Wir haben noch viel zu viel zu erledigen. Hier ist nochmal so ein Sicherheitspass Beta-Stufe. Oh, ich sollte nicht diese Pässe aufheben. Das geht sofort aufs Hirn. Ja, ich glaube hier mobs ich mir mal wieder die Erfahrungspunkte. Und hack mich hier in das System ein. Ich jetzt schwer überschreiben. Vielen Dank. Ha! Der trifft fast so gut wie ich, also. Leere Spinde, alle leer. Boah, ich sehe ja gar nichts. Gruselig, das geht richtig ans Hirn. Kriegt mal Kopf wie von. Ja, Munition. So, hätten wir gleich alles. Spinnt da sogar was drin? Nichts von Wert. So, schneller wieder mal unsere Fähigkeiten des Reparierens ausnutzen. Ah, die ist schon ganz. Wo ist denn die? Gatling, da ist sie schon. Und wieder überladen, aber das, dem können wir Abhilfe verschaffen. Wir schmeißen einfach die blöde Pistole weg, die wir nicht mehr brauchen. Er ist gleich da hinten. Ja, und er ist gleich in meinem Hirn. Boah. Echt fies. Oh, und da gibt es sogar ein Medikit. Das Ding hätte ich fast übersehen. Na? Wenn ich immer so vorstürmen würde, dann könnten wir gemeinsam den... Oh. Dem Feind begegnen. Aber wie üblich ist er dazu nicht in der Lage. Schutzdüse brauche ich jetzt nicht wirklich. Ja, Junge, da haben wir beide uns mal. Endlich. Da bist du ja, du schleimiger Dreckskerl. Wurde auf Zeit. Setzen wir der Sache ein Ende. Hier und jetzt. So, mal ganz kurz. Ich habe das Ding ja nicht umsonst mitgenommen.
Warum sollte ich das tun? Ihn unverzüglich umbringen? Wie soll diese Belohnung denn aussehen? Sie beide bringen mich noch zum Wahnsinn. Ich muss darüber nachdenken. Ja, ist okay. Oh, da muss zum Hirn raus. Diese schlechte Sicht ist ja bösartig. So, das hat doch hier irgendwas zu bedeuten, dass wir hier durchlaufen können. Boah. Das war witzig, aber auch irgendwie sehr, ja, ich würde sagen, sehr energieraubend, beziehungsweise sehr teuer, durch die Gegend zu ballern. Wenn die beiden sich noch ein bisschen streiten, wer recht hat, werde ich mich auch ein bisschen umsehen. Okay, das geht so. Muss ja einen Sinn haben. Ich meine, warum geht's hier weiter nach unten? Greife ich nicht. Oha, verstehe. Jetzt verstehe ich, warum es hier weiter nach unten geht. Er hat also noch ein paar Kampfbots in Reserve. Nicht nur die wenigen, die gerade aktuell aktiv sind. Okay, und wo geht's da hin? Schlüssel erforderlich. Das ist schlecht. Du körperloses, armseliges Stück Kleinhirn. Bist du hier, um mir deinen Krebs zu leihen? Okay, ich muss los. Kann die Arbeit. Tja, dann legen wir uns gleich mal mit diesem Gehirn an. Aber nicht hier und nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Entschuldigung für diesen Cliffhanger, aber ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.